Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde, hier ist der Alex aus dem Heimathafen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zum Cruise Alert. Es ist Donnerstag und ich bin hochmotiviert, weil irgendwie das Wetter passt wieder. Jetzt die Temperaturen gehen nach oben und da entsteht automatisch bei einem ein Wohlgefühl, so ein leichtes Urlaubsgefühl vielleicht sogar perspektivisch. Und die Woche war erlebnisreich, hat ja begonnen auch mit dem interessanten Gast bei AIDA Crew Meets Fans, das neue Format, was ich so ein bisschen nebenbei laufen lasse. Wenn ich immer interessante Menschen aus der Schifffahrtszeit treffe, dann mache ich da mal einen kleinen Clip drüber. Ist ja immer ganz interessant, so ein Talk. Und Thorsten Joost, den man von AIDA Radio kennt, der hat viel zu berichten gehabt. Deswegen schaut doch gerne mal das Video an. Ich verlinke das mal ganz kurz oben und wenn ihr Lust habt, freue ich mich auch über einen Kommentar, wie eure Gedanken zu dem Thema sind. Zu dem neuen Buch Alle in einem Boot. So. In diesem Video heute habe ich mir ein paar Themen zusammengesucht, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein können. Es geht da um Treibstoffzuschlag bei Kreuzfahrten. Ich habe den Restart von AIDA Aura und AIDA Vita mit dabei. Ich habe mir Gedanken gemacht zu einem neuen Produkt. Und zwar hatte ich Besuch von dem Verantwortlichen von Cynic. Und zwar ist das eine Firma, die nicht nur auf dem Fluss unterwegs ist für amerikanische Gäste, sondern auch mit einer Expeditionsjacht unterwegs ist, mit der Cynic Eclipse. Und die haben jetzt noch eine zusätzliche neue Yacht im Rahmen von Emerald Cruises aufs Wasser gelegt, wenn man das so möchte. Und die haben wirklich ein interessantes Produkt. Darüber gebe ich einen kleinen Tipp und vor allen Dingen auch ein kleines Video habe ich dabei. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Überraschung. Deswegen jetzt dranbleiben, denn jetzt geht's los. Starten tun wir aber mit dem Restart, wie man das so schön sagt. Das passt vom Wortspiel auch wunderbar zusammen, denn AIDA Aura ist jetzt so wirklich ganz kurz davor, nach über 2 Jahren wieder loszulegen. Es ist wirklich was ganz Besonderes und die Kollegen an Bord, zu denen ich einen ganz guten Draht habe, die sind sehr, sehr gespannt. Rudi Kaufmann ist zum Beispiel auf dem Schiff, den kennen viele, als Hotelmanager unterwegs gewesen. Und dort hilft er jetzt auch mit, dass dass AIDA Aura dann auch wieder in die Spur kommt. Und selbstverständlich Flo Apfelbach, der ist auch dort unterwegs und der hat auch viel schon erlebt und hat sich viele Gedanken gemacht, wie die nächsten Reisen aussehen können. Denn es liegen ja wirklich tolle Reisen vor AIDA Aura. Sehr lange Reisen, eigentlich fast immer so zwischen 10 und 14 Tagesreisen. Man fährt bis in die Biskaya runter, man fährt sogar Grönland oben hoch. Wer da Interesse hat, der kann gerne auch mal raufschauen auf die Reisen, die jetzt anstehen. Im Frühjahr, Sommer. Und dort gibt es noch Kapazitäten. Also für die ein oder andere Auszeit nach so einem Werftaufenthalt in Bremerhaven ist das sicherlich ein guter Tipp. AIDA Vita ist dann auch schon fast fertig. Im Juli wird AIDA Vita dann den Betrieb wieder aufnehmen, auch nach über 2 Jahren. Und dort freut man sich sehr drauf, denn es geht Richtung Ostsee, Skandinavien, Baltikum oben. Dort gibt es viele Ziele, neben St. Petersburg natürlich, das ausfällt dieses Jahr, die angesteuert werden. Und unter anderem liegt man auch zu Hansesiel, der 2. Augustwoche in Rostock im Stadthafen. Wenn es dort also ein riesen Volksfestspektakel gibt, da mein Tipp an alle, da ich Rostocker bin, unbedingt anschauen. Da liegt man also overnight und man kann dort so richtig Gas geben. Riesenrad fahren, Schiffe gucken. Es ist wirklich ein Riesenspektakel. Wir wünschen viel Erfolg. Wir haben einige Gäste drauf, die diese Touren machen möchten. Scherengarten, Durchfahrt und all solche Sachen. Und da werde ich sicherlich mal das eine oder andere Feedback bekommen, was ich gerne an euch alle weitergeben möchte. So, was haben wir noch die Woche? Wir haben Treibstoffzuschlag. Ja, es geht langsam los. Und zwar die Krise, die wir haben auf der Welt, die sich in der Ukraine abspielt, die schlägt sich natürlich auch durch die ganzen Ölembargo, die jetzt so langsam greifen und der Sprit und der Diesel und das Benzin und das Rohöl wird teurer. Das schlägt sich natürlich auch ein bisschen auf dem Kreuzfahrtmarkt nieder, gerade bei den Reedereien, die jetzt nicht ganz so große Reserven haben und die eigentlich auch nicht aus diesem großen Portfolio schöpfen können. Denn ich weiß, bei den großen Reedereien ist das relativ überschaubar. Die haben da nicht die großen Probleme, weil die eigentlich auch immer spekulieren auf den Preis vom Rohöl. Und deswegen das ein bisschen abfangen können. Aber die kleinen Reedereien, wie zum Beispiel Plantours, die haben nämlich mit der MS Hamburg, mit der sie unterwegs sind, das große Problem jetzt, dass sie auch diesen Zuschlag weitergeben müssen an die Gäste. Und zwar laut deren Äußerung und deren Information beträgt Zuschlag 11 Euro pro Person und Tag. Das ist bei der MS Hamburg natürlich schon nicht wenig. Also da hat man natürlich auch geguckt, dass man
also man muss es natürlich auch ein bisschen rechtlich ein bisschen sich absichern. Natürlich darf man, wenn man eine Reise gebucht hat, auch als Veranstalter noch sagen, wir müssen eine Beispiel Treibstoffzuschlag erheben, auch wenn der Kunde im Grunde genommen die Reise zu dem Preis gebucht hat. Da gibt es eine Grenze, und zwar 8% vom Reisepreis. Wenn man unter diesen 8% bleibt, hat der Gast, den man befördern möchte als Unternehmen, noch nicht die Möglichkeit, von dieser Reise zurückzutreten. So, und da ist man jetzt also unter diesen 8% geblieben und dann, wie gesagt, 11 Euro pro Person pro Tag. Und auf dem Fluss bei Plantours, die haben auch noch vier Flusskreuzfahrtschiffe, da gestaltet es sich ein bisschen anders. Da sind sie, glaube ich, bei 5 Euro, meine ich. Genau. Das ist ganz spannend. Plantours selbst sagt, dass man ein Drittel nur weitergegeben hat und zwei Drittel werden von Plantours selbst übernommen. Das ist natürlich ein ganz schöner Pappenstiel. Also für viele Reedereien, die das in Zukunft vielleicht betreffen kann, die müssen sich überlegen, wie sie da am besten mit umgehen. Für unsere Gäste bedeutet Folgendes, dass also unsere Gäste sind eigentlich relativ gut drauf, die es betroffen hat. Die haben gesagt, das ist kein Problem. Wir haben auch Gäste bei GTA Skyways auf dem Fluss, wo auch ein Treibstoffzuschlag erhoben wird. Und von diesen beiden Reedereien bin ich momentan der Meinung, dass es momentan betrifft es noch nicht mehr. Wenn es was gibt, sage ich auf jeden Fall Bescheid. Und natürlich die News bei uns direkt aus dem Counter raus. Was habe ich noch? Ich habe noch was Interessantes. Und zwar, wir haben noch einen kleinen eine kleine Entwicklung gemacht. Und zwar haben wir ja mit unseren Gästen, die auf Kreuzfahrt unterwegs sind, die haben ja auch mal den Wunsch, einen Hotelaufenthalt zu machen oder mal dort meinetwegen Badeurlaub zu machen oder eine Rundreise, die Städte. Bis jetzt war das immer so, dass wir eigentlich als ausschließlicher Kreuzfahrtanbieter uns auf Kreuzfahrten spezialisiert haben und natürlich ein An- und Abreisepaket, alles, was man bei uns halt kennt, das Rundum-Sorglos-Paket. Jetzt sind wir TUI-Vollagentur und zusätzlich zu dem, was wir anbieten, wollen wir natürlich auch Gästen die Möglichkeit geben, normale Urlaube bei uns zu buchen. Und ja, da in einem Umkreis hier einige Reisebüros zugemacht haben, haben wir uns entschlossen, das mit zu übernehmen. Und wer Lust hat, kann also gerne auch mit seinen ganz normalen Urlaubswünschen auf uns zukommen. Maria und Bianca und Marlene, die freuen sich, wie verrückt, ich natürlich auch, aber die sind da so ein bisschen spezialisiert drauf, das Ganze auch umzusetzen und vor allen Dingen die Wünsche dann zu befriedigen. Ja, das sind doch mal gute Neuigkeiten bei uns. Es geht immer weiter und man muss natürlich auch die Chance erkennen. Und mit TUI haben wir einfach einen der größten Partner der Welt an unserer Seite. Super. Ich habe mir noch was anderes aufgeschrieben. Und zwar habe ich diese Woche nämlich ein ganz interessantes Gespräch gehabt. Der Achim Weber war da aus Deutschland und der hat mit dem Produkt, was er vertreibt, Scenic, es ist ein Luxusprodukt, es ist ein Produkt, was sich auf eine ganz spezielle Zielgruppe orientiert. Und zwar diejenigen, die gerne Yachting machen möchten, also nicht unbedingt nur Luxusurlaub, sondern dieses lockere, entspannte und nicht mit so vielen Leuten, das gerne schätzen und unternehmen wollen. Darauf sind sie konzentriert und natürlich auch auf Expeditionen. Das haben sie mit der Scenic Eclipse ganz gut im Griff. Die hat an Bord einen Helikopter und ein eigenes U-Boot, also das ist wirklich spannend. Da werde ich mal irgendwann mal dazu was sagen. Und jetzt haben sie ein neues Schiff seit Frühjahr auf den Markt gebracht, und zwar die Emerald Azura. Ein wirklich tolles Schiff. Als erstes dachte ich, das ist so eine Yacht, die sie beschlagnahmt haben von irgendwelchen Oligarchen. Aber das ist wirklich eine ganz spannende Urlaubsform. Für alle die, die schon immer mal den Traum hatten, auf so einer super Luxusjacht mal unterwegs zu sein, die haben jetzt eine realistische Chance, aus meiner Sicht. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fantastisch. Die Schiffe sind 110 Meter lang, sie haben 50 Kabinen und man hat dort maximal 100 Gäste an Bord. Ja, und das ist für viele natürlich ein absoluter Anreiz, sowas mal zu erleben. Mein Tipp, schaut mal gerne rein. Ich habe mal da ein bisschen was vorbereitet und ich werde mich mal gleich dazu nochmal zurückmelden, denn erstmal möchte ich mal ein paar Bilder wirken lassen. Viel Spaß bei dem Clip.
Sind das nicht tolle Eindrücke? Ja. Da kann man sich aber mal ganz entspannt zurücklegen. Das Tolle an dem Konzept ist ganz einfach, dass man dort so ein gewisses, Achim meint, das ist nicht Luxusurlaub, wie man es kennt, und man erwartet dort Butler-Service, den gibt es dort nicht. Man hat dort wirklich Yachtding. Man kann machen, was man will, man hat kein Entertainment-Programm, man ist dort fast wie auf seiner eigenen Yacht unterwegs. Man hat ein tolles Produkt und man hat sehr, sehr viel Platz. Zu jeder Destination, wo man hinreist, hat man die Möglichkeit, dass man dort auch auf Ausflug geht. Die sind inkludiert zum Teil. Und man hat so ein Vollpension-Plus-Konzept. Also man hat Frühstück, Mittag, Abendbrot und dazwischen noch natürlich Snacks. Und man hat so Bier, Softgetränke und Wein zu den Mahlzeiten inkludiert. Genauso wie die Trinkgelder. Das Konzept, das Verköstigungskonzept erinnert mich stark an AIDA, aber das, was sie dort bieten, ist natürlich fantastisch und kann man mit AIDA jetzt nicht vergleichen, weil das eine andere Zielgruppe ist. Aber ich glaube, der ein oder andere kriegt einen kleinen Guss da drauf, das mal zu erleben. Es geht interessanterweise bei den Reisepreisen so ab 4.000 Euro pro Person los. Die Flüge kommen dann noch dazu, aber man kann sich jetzt so perspektivisch mit dem Katalog 22-23 auf Ziele wie Rotes Meer und zum Beispiel Arabien, also diese ganze arabische Küste, und man hat dort auch noch ein bisschen die Seychellen mit dabei. Schaut mal gerne rein, ich habe unten mal den Link reingegeben für den Online-Katalog. Wer da mal durchstöbern möchte, der ist dort genau richtig. Ja, meine Lieben, jetzt muss ich sagen, jetzt wird es auch mal wieder Zeit für mich, ein bisschen Seeluft um die Nase zu bekommen. Ich freue mich ganz besonders drauf, denn am Sonntag werde ich in den Flieger steigen und mich Richtung Kiel begeben. Werde nach Hamburg fliegen, dort geht es dann erstmal zum Freund und seiner Freundin, die auch mal eine ganz liebe Freundin von mir natürlich seitdem ist. Und dort werde ich die Nacht verbringen, um am nächsten Tag auf der Mein Schiff 4 unterwegs zu sein. Und dort bin ich dann also 3-4 Tage unterwegs, schaue mir das Schiff mal an und treffe dort ein paar interessante und nette Menschen. Unter anderem natürlich auch den General Manager. Michael Strauß ist dort an Bord. Einige AIDA-Fans werden ihn noch kennen. Der hat zum Zeitpunkt damals viele Schiffe, also fast alle, also die Diva bis AIDA Stella, in Dienst gestellt als Hotelmanager. Und Michael hat immer viel zu erzählen, da bin ich wirklich gespannt drauf. Und wenn ihr Lust habt, solltet ihr nächste Woche wieder einschalten. Denn dann heißt es wieder Cruise Alert am Donnerstag. Die Folge kommt ein bisschen später, weil ich erst Donnerstag wieder ankomme. Aber dort werde ich ein bisschen berichten. Seid gespannt. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und verbleibe bis dahin mit seemännischen, hanseatischen Grüßen und sage Paris, Athen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Donnerstag. Danke!